sonst nicht. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Pokémon Dusk. Ich bin hier nicht alleine. Ich habe mir diese komischen Typen hier genommen. Hallo. Guten Abend. Wow. Kennt ihr ja schon eventuell von den Yu-Gi-Oh!-Videos. Ich hoffe, ihr seid schon verstört. Ich sitze ein bisschen weiter abseits, weil ich das Spiel bereits kenne und mach mal gerade hier die Tür zu. Du hast schon Angst, dass wir jetzt irgendwelche komischen Sachen machen? Ja. deswegen werden die spielen und ja, sollen die es machen. Ich kenne halt schon einen Großteil von dem Spiel, deswegen werde ich mich da größtenteils raushalten. Vielleicht übernehme ich in der zweiten Hälfte oder in der späteren, im späteren Spielverlauf nochmal. Ja, also wir kennen das Spiel nicht, wir kennen das genaue Spielprinzip auch nicht. Ich schätze mal, es ist nicht ganz so wie ein Standard-Pokémon-Spiel. Und los geht's. Okay. Ich hab Kekse. Ja, ich denke mal, Enter ist A. Genau, Escape ist Menü, um das gleich schon mal zu sagen. Schön. Und der Rest wird erklärt. Oh yeah! RPG Stars. Schön. Das ist eine neue Vertonung vom Intro. Genau. Nee, Moment mal. 25. März. Okay, jetzt wissen wir schon, wann wir spielen. Aber nicht in welchem Jahr. Tja. Genau, also. Die übernehmen auch das Vorlesen komplett. Da hatte ich schon einige verstörende Erlebnisse bei Two the Moon, als ich das mit denen nochmal gespielt habe, ja? Nom. Dabei haben wir nicht mal was aufgenommen. Na, dann legen wir mal los. Endlich sind wir aus dem Steinchenwald raus. Steineichenwald. Ach, verdammt, fängt das schon mal gut okay, an. Okay, Bene spricht Ethan. Das ist schon mal gut. Okay. Da gibt's wahrscheinlich für jeden was. Ich meine, wir sehen, ob ich dich immer noch verändere. Sieh mal, Brando, wir sind schon fast genau, in Bocardia City. Genau, Brando. Ich wollte okay. Eine Frau sprechen, Steffen, habe ich gerade gesagt. Brando ist weiblich. Wir haben es tatsächlich vor Einbruch der Dunkelheit geschafft. Ist das nicht klasse? Wow! Ja. Oh. Pierre, das musst du jetzt auch nochmal sagen. Pierre, dein Einsatz. Nikolava! Okay, komm Brando, suchen wir ein Pokémon Center für dich auf. Ich mag ihn schon irgendwie. Am besten wir vermeiden das hohe Gras. Nikolava! Oh Scheiße. Und er ist mein hohe Gras. Ach schade, wir können okay, nicht rein. Er hat schon mal gestalkt. Ja, und wir können nicht ins hohe Gras. Ja, hat er ja auch eben gerade gesagt. Am besten wir meiden das hohe Gras. Ja, genau. Ja, ich dachte, aus Trotz kann man trotzdem ran und verkackt irgendwie. Okay, versuchen wir mal ein bisschen Story reinzubringen. Vermutlich hat er jetzt hart im Steinreichenwald gekämpft. Mhm. Was in Nikolava verletzt ist. Also Bene, dein Paar. Ja. Ich habe nur Brando als einziges Pokémon. Und abgeben kann ich ihn nicht, sonst bin ich schutzlos. Könnt ihr doch auch die Pokémon verprügeln, ach egal. Mann, ja. Einfach zusammenschlagen. Ja, oh, guck mal. Sieht ziemlich verlassen aus. Oh, Moment. Wie? Das Pokémon Center ist abgeschlossen? Oh, ich dachte immer, die haben immer offen. Ja. Wie ist denn sowas möglich? Ja. Das habe ich noch nie erlebt. So. Ja, haben wir auch. Wir fragen am besten bei einem Bewohner nach. Die Menschen hier können uns sicherlich weiterhelfen. Igolava! Lava! Gutes Pokémon, brav. Oh, jetzt hat sich da gerade. Schon nach. Du Scheiße. Okay. Ich hab Angst. Ich mach einfach eine Synchrone an. Nice. Hello, ma'am. Sie da vorne. Ne? Oh. Ist das ein Zombie? Hallo? Sie da vorne, hören Sie mich? Ach du Scheiße. Das ist ja nicht gerade an der Wand hier. Irgendwie erregt sie mich. Oh Gott, das du ist abartig. Du lieber Gott! Ja, du lieber Gott! Was ist mit dir passiert, Bene? Geht es Ihnen gut? Geht es dir gut, Bene? Frau! Punkt. Ja. Nee. Ey, nicht mein Haku-Style klauen, ihr seid so schlecht, Leute. Tja, Pech gehabt. Lava! Heftig. Sie bluten ja im Gesicht! Lassen Sie mich Ihnen helfen! Und Sie haben da noch Menschenfleisch zwischen den Zähnen. Hey, können Sie mir irgendwas über das Pokémon Center sagen? Es ist komischerweise geschlossen. Oh, den kennen wir doch, glaube ich. Verkäufer. Vom Fahrradladen, ne? Ja, wer will den Fahrradladen? Noch so eine von diesen Mandelleichen. Ding! Friss das! Ding! Yeah. Bang! Die Pistole wurde ausdisponiert. Scheiße! Das war meine letzte Kugel. Oh, was für ein Lappen. Was? Oh mein Gott! Warum haben sie diese arme Frau getötet? Mörder! Zuski. Ach ne, ist ein Look, ne? Ja, Mörder. Hm. Hätte ich diese Dame nicht auf den Kopf weggeschossen, wärst du jetzt Hackfleisch, mein Junge. Was? Nö. Boah. Oh Gott, das Scheiße. Und jetzt wird er, naja. Stimme 1. Ja, der Junge hat wohl einen Schock und ist deswegen zusammengebrochen.
Ich sollte Stimme 1 anders klingen lassen. Er wird sicher bald wieder aufwachen. Vergiss nicht, Nikolas. Stimme 2, ja? Da, achso. Schau mal nach, ob er gebissen wurde. Wenn ja, dann machen wir sofort kurzen Prozess mit ihm. Es ist völlig okay. Kein Grund zur Sorge. Ein Spiel von Mr. Prince. Gut zu wissen. Das erste Mal, dass ich ein richtiges Lied in einem Pokémon-Spiel höre. Ja, voll gruselig. Wer ist Mr. Prince? Mr. Prince ist Mr. Punchy. Ach du. Ja. Sir. Bei Crocodile. Im Casino war Mr. Prince. Okay, das ist cool. Fragezeichen. Alte Frau, Pierre, du wolltest eine Frau sprechen. Oh, du bist. Alter, hast du gerade einen Anfall? Und weiter geht's. Sie hat gleich mehr zu fragen. Geh aus. Verkürzt dir, mein Junge. Ich schlafe lieber noch mal weiter, das muss ein Traum sein. Ich tue am besten einfach so, als hätte ich sie nicht gehört. Wo bin ich hier? Und Alter, wer sind sie? Keine Sorge, Schätzchen, du bist jetzt in Sicherheit. Ich will dich nicht. Mein Name ist Martha. Ey, sie ist... Und du bist hier in Ducatia City Untergrund. Alter, Scheiße. Du hattest einen Stock. Du hattest einen Schock und davon. Dave. Dave hat dich hierher gebracht. Dave? Nur das verstanden. Was hat er noch gemacht? Warum tut mein Papa? Ich bin der Kerl, der draußen den Arsch gerettet hat. Oh. Ich habe für dich meine letzte Kugel verballert. Du bist was Besonderes. Das ist toll. Stimmt. Moment mal. Warum bin ich nackt? Ja. Brando, wie geht es meinem Igel Lava? Lava, Lava! Es geht gut. Lava, Lava! Igel Lava! Scheiße, es geht gut, leider. Oh, dir geht's gut. Das ist schön. Ah, die Schlappe kennen wir doch. Hallo! Ja, mach also, Kraft, das habe ich mir erlaubt, mich um deine Lava zu kümmern. Meine Verletzungen wurden geheilt und es ist jetzt wieder vollkommen fit. Weitergehen. Geht's dir, mein Junge? Kannst du? Du kannst schon aufstehen! Ich will hier noch weiter schlafen. Guck mal, ich schläft jetzt noch weiter, geil. Kurz. Könnt ihr mir jetzt sagen, wo ich hier bin? Ich weiß, dass wir irgendwo im Untergrund der Stadt sind, aber was ist das hier? Und warum hat Dave diese Frau kaltblütig erschossen? Sie war doch schon verletzt. Und hat verfolgt, gemüffelt. Genau. Wir sind hier im Notschutzbunker, der sich im Untergrund von Ducati City befindet. Bevor sie das noch sagen. Hier haben wir alles, was ihr braucht. Frische Betten, Lebensmittel und medizinische Versorgung. Und der Schwester Joy. Genau, das ist die medizinische Versorgung und Betten, naja. Wir sind hier fürs Erste sicher. Sicher? Vor was? Wovon redest du? Diese Frau, die ich vorhin vor deinen Augen erschossen habe, war ein Mann. Oh Gott! Denn sie war schon schwul. Toll. Schwul? Alter, mal halt die Klappe, aber sie hat sich doch noch zu mir bewegt. Das ist es ja, sie mochte dich sehr. Sehr. Sie? Sie? Oder sie? Ja, sie. Die lebenden Toten schwulen. Oh Gott. Oder auch Zombies. Meister. Jetzt musst du wieder richtig machen. Was für eine Infizierte. Nenn sie wie du willst. Genial. Sie haben sich überall breit gemacht und wollen nur eines: lebendiges Frischfleisch. Geil. Sie stehen echt auf dich. Diese Frau von vorher. Ja. Sie wollte dich und dein Igel Lava bei lebendigem Leibe fressen. Was erzählst du da? Das kann doch nicht. Es ist leider so, ich habe Drogen genommen. Nicht gut. Hätte sie dich auch nur einmal gebissen, wäre es innerhalb von wenigen Stunden auch einer von ihnen. Dann wäre es auch ein Schwuchtel. Ich verstehe nicht. Sobald du von diesen Untoten gebissen wirst, fühlst du dich zunächst krank. Mhm. Deine Körpertemperatur steigt und steigt und das Fieber bringt dich irgendwann um. Das Problem ist aber... Du stirbst nicht. Du bleibst dabei nicht lange tot, sondern kehrst zurück als untote Kreatur ohne einen fetzen Verstand. Was? Das ist doch ein schlechter Traum, oder? Sagt mir, dass ich träume.
Wenn du so so für Jüngchen. Ja, das ist das Übung mit dem Meister. Sie ist ein bisschen schizophren. Also. Sie ist ja die Jüngste. Heilmittel oder eine Impfung gibt es doch sicherlich, oder? Ich befürchte, gibt es leider nicht. Man weiß auch nicht mal, was das für eine Seuche ist. Bis jetzt weiß man auch nicht mal, was diese schreckliche Mutation ausgelöst hat. Was wir jetzt tun können, ist überleben. So war es. Ansonsten sind wir machtlos. Was ist, wenn wir aus der Stadt verschwinden? Sinnlos. Und außerhalb der Stadt sieht es noch düsterer aus. Leider sind alle Leute, die ein Flug-Pokémon dabei hatten, aus der Stadt geflüchtet. Hätte ich auch als erstes gemacht. Und haben uns zurückgelassen. Egoistische Schweine. Egotistische Schweine, bitte. Nur weil ich kein Pokémon fangen kann. Sogar Bianca, die Arena-Leiterin, hat sich aus dem Stock gemacht. Schade. Hat sie Pokémon? Sie nee, auf Mittag einfach mitgerollt. Oder sie hat sich ja Metronomen fliegen gemacht. Sie hat sich nicht deswegen freigeblasen, ey. Aber Brando und ich kamen vorhin aus dem Steineichenwald. So, jetzt haben wir es. Da war niemand zu sehen. Was? Das kann nicht sein. Oh. Ich dachte, wir sind ein bisschen voreilig. Dass er es dadurch geschafft hat, das war pures Glück. Ich glaube, das trotzdem. Da durchzugehen ist glatter Selbstmord. Okay, mal Glück. Wir bleiben hier. Wir haben Glück, dass dieser Schutzbunker vor vielen Jahren gebaut wurde. Seine Stimme ändert sich. Wow. Was geht ab? In seinem Alter. Aber es gibt noch einiges zu tun. Wenn du hier bleiben möchtest, dann musst du dich als nützliches Mitglied erweisen. Komm zu mir, wenn du bereit bist, deine erste Aufgabe zu erfüllen. So, oh, wie es abgeht. Na? Achso. Was? Du musst schon starren. Geht's zu Schwester Joy? Ich klicke erstmal den Müller an. Oh, geht nicht. Ist drin, schade. Oh, was ist das denn hier? Noch ein Akku? Oh, das ist doch hier. Oh, hier will ich sprechen. Oh, ey, komm her. Ey, das ist Jasmin. Ja, das ist sie auch. Ey! Was macht sie hier? Freut mich voll. Nee, das ist Melanie. Wisst ihr das was? Nicht? Was? Oh, ich heiße Melanie. Du musst süßen sein. Nur ein bisschen drauf raus hier. Ich blasse dir etwas. Aber ich möchte schon reden. Ja, dann lass es. Gut, okay, ja, alles klar. Das ist alles wichtig. Aber erstmal gucken, was in diesem Dings. Schade, okay, toll. Komm her. Hallo, Jasmin. Alle Frauen haben dieselbe Stimme. Das ist ja auch nicht geheilassen. Naja, du Simon. Meine Seite ist wohl nicht so groß wie ein Pokémon-Sender. Was hab ich denn geglaubt, wenn ich gesagt habe, wie ich meinen kann? Komm wieder, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay, okay, auch mal sparsam. Jo. Das wäre noch ein komplexes Pokémon-Spiel. Sprich mal mit dem Typen da. Soll ich mal mit ihm sprechen? Okay. Der meinte auch, er hat Aufgaben für dich. Ach, verdammt. Hey, Ethan! Oh, na, hallo. Als ich dich hier reingesteppt habe, bemerkte ich, wie mich ein infizierter Hunduster verfolgte. Ein Hunduster? Ein Pokémon? Ja, ein Pokémon. So Mensch als auch Pokémon können infiziert werden. Shit. Jedenfalls habe ich weder Pistolenkugeln noch starke Pokémon, um es aus dem Weg zu rollen. Im Prinzip bin ich ein Lappen. Hier drin sind wir zwar absolut sicher, trotzdem habe ich kein gutes Gefühl dabei, dass ein Zombie vor unserer Tür lauert. Dein Egelava sieht stark genug aus, um es mit diesen Monstern aufzunehmen. Ja, sieht man wir müssen es beseitigen. Oh, na komm her. Da vorne ist das Mistvieh. Wow, wow, wow. Das sieht echt aus wie ein Zombie. Ich spreche die Pokémon. Heftig. Jetzt kommt der Egelava ins Spiel. Das ist alles, was du über Pokémon-Kämpfe gelernt hast. Okay, alles abschalten. Mit der A-Taste setzt du Brandos Nahkampfangriff, Kratzer ein. Sagt das überhaupt noch der? Egal. Das ist jetzt die Anleitung, das mache ich. Mit der A-Taste. Sobald ein infiziertes Pokémon oder infizierter Mensch nah genug ist, drücke die A-Taste, um diese Attacke zu benutzen. Sehr schön. Bei einem erfolgreichen Treffer werden die Gegner zurückgeworfen. Triffst du sie nicht, attackieren sie dich und Brando verliert KP. Die Anzahl der KP siehst du bei einem Kampf am oberen rechten Bildschirmrand. Das war voll der Rap-App. Pokémon. KP, Kampfrand. Du kannst die Angriffe von Brando nicht beliebig schnell hintereinander ausführen. Die blaue AP-Leiste unter der KP-Leiste zeigt dir, wann du wieder angreifen kannst. Okay, Brando, Attacke! Igelava! Muss ich jetzt ehrlich auf A drücken? Ja, okay. Jetzt wurdest du schon einmal gekommen. Vielleicht auch wieder. Ey, Moment. Woo! 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 Yep. Woo! Lass mich nicht sterben, Igelava! Oh, er stirbt oder so. Ja, so viel. Das
Meister Blutschuss. Das hat doch wunderbar funktioniert. Fast erledigt, schon nach dem ersten Kampf. Dein Negelava-Potenzial. Komm, gehen wir wieder rein. Okay, also A schon mal richtig. Na, Dave? Das war sehr gut, Ethan. Du bist ein erstklassiger Pokémon-Trainer. Ja, sein Pokémon kann Kratzer. Super. Igelava lernt nie Kratzer. Krank, ne? Der kann nur Tackle. Egal. Aber das war gerade erst der Anfang. Als ich die Furche draus gerettet habe, war ich gerade dabei, jemanden zu suchen. Du meinst? Als ich draußen war, um nach Harold zu sehen, stolperte ich zufällig über dich. Natürlich konnte ich dich nicht einfach so liegen lassen, also schleppte ich dich hier rein. Harold hatte die Aufgabe, die Stadt zu verbarrikadieren, damit nicht noch mehr Untote in die Stadt hereinströmen. Aber bis jetzt ist er nicht mehr aufgetaucht. Du weißt, ich habe keine Munition mehr. Ich bin Lappen. Auf was möchtest du hinaus? Küss mich. Nun, du und dein Igelava seid ein starkes Team. Oh. Bin ich natürlich noch dabei. Harold ist für uns aller Sicherheit verantwortlich. Wenn etwas schiefgegangen ist, schweben wir alle in noch größere Gefahr als jetzt. Wir müssen wissen, was los ist. Und darum bitte ich dich. Such ihn, bitte! Knechten! Aber da draußen, was ist, wenn er schon tot ist? Ich möchte hier sein und überleben. Ich verstehe ja, dass du Angst hast. Aber wenn Harold nicht seine Aufgabe erfüllt hat, sterben wir früher oder später alle. Betone mal Harold besonders stark. Okay. Okay. Die Aufgabe von jedem ist, sein Bestes zu tun. Schwester Joy behandelt die Verwundeten. Martha beobachtet daraufhin die Verwundeten eine Weile und kümmert sich um den Rest. Und ihre zweite Persönlichkeit. Ich selbst analysiere die Schwachpunkte der Stadt und suche nach den ganzen Geheimgängen, die es in Lucrezia City gibt. Und Harold, BTR, genau, diese ganzen kritischen Stellen. Harold, du hast ein starkes Pokémon an deiner Seite. Wir haben sonst keine Pokémon hier, leider. Aber wenn wir überleben wollen, müssen wir alle an einen Strang ziehen. Ist in Ordnung, ich habe verstanden. Ich mach's, wir suchen ihn. Denn wäre er nichts gewesen, wäre ich wahrscheinlich schon tot. Vielen Dank, Ethan. Geh am besten auf die Route 34 zurück und schau nochmal im Ausgang von Steineichwald nach. Da sollte er eigentlich anfangen, die Stadt zu sichern. Ich war das immer der Steinchenwald. Du kannst übrigens auch Nebenaufgaben von anderen Überlebenden annehmen. Ich glaube, das Mädchen Melanie hat eine dringende Bitte an dich. Machen wir. Brando, los geht's. Igelava, Igelava. Okay. Ich bitte kurz, wenn du die Zeit dazu findest. Neben dir. Bevor sie auch noch stirbt. Ja, er bleibt weg. Du tust uns allen so einen großen Gefallen, deswegen möchte ich dir das hier geben. Danke, hoffentlich sprichst du nie wieder zu mir. Regeneriert 5 Kaffee deines Pokémon. Ich habe eben vergessen, Ethan erhält Beere. Öffne einfach dein Beutel und benutze sie. Vielen Dank. Das werden wir gut gebrauchen können. Nicht wahr, Brando? Okay, nochmal zurück zur Story einfach mal. Ich mach mal. Am Anfang sind wir aus dem Steinheitswald zurückgekommen und da soll jetzt anscheinend Harold sein. Ja, ganz klar. Wissen wir doch schon. Du musst zu dieser Männer. Komisch, dass wir ihn nicht gesehen haben. Ja, ne? Ja, wir waren ja bewusstlos, wer weiß wie lange. Und sie sagen, es braucht nur für die Situation mit uns, ja. Mein Bruder, das ist gemeinsam, wie bin ich mit dem Es wurde angegriffen und ich den Kopf gebissen. Und jetzt weiß ich genau, dass mein süßes Clemenza einer von ihnen ist. Doof. Tut mir leid, aber ich glaube, ich muss anfangen zu weinen. Bitte wissen. Wenn es süßer noch weiß, was ich sehe, sehe. Bitte. Mann, egal. Ich will nicht, dass es rumläuft, Leute. Bitte. Bitte. Erstmal, sich eben. Ich mache es. Danke. Toll, Tag. Monika, du. Natürlich werde ich dir etwas mit der Bewegung geben. Als ich Clemenza das letzte Mal gesehen habe. Was vor dem Radioturm? Du alles klar. Ja, jetzt das erste Mal gehört, dass ein Pokémon-Trainer will, dass ein Pokémon stirbt. Ja, nicht schlecht, ne? Dramatisch. Zombies. Wünsche ich mir auch, wenn ich manchmal so ein Lappen als Pokémon hätte. Muss gar nicht ein Zombie sein, aber. Oh, lauf mal die Leiche. Oh yeah. Oh, verdammt.
Oh, das Sound ist echt geil, ey. Was macht der hinter Igelava? Was wohl? Yeah, da Brando. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Steuerst du da echt Igelava? Da ist Igelava vorne. Kratzer! Hier sind überall Zombies. Oh, okay, da. Und der Trainer ist der Sklave, der ist böse. Hey, guck mal, ich kann meinen Trainer Schutzbild benutzen. Ja, dann läuft er aber dran vorbei. Au, au, au. So. Boah, das geht Rhythmus, Schwester Joy, ja, erstmal und lass dich heilen. Aber wenn man so den Rhythmus richtig Ding hat, dann können wir irgendwie anscheinend gar nicht killen. Wir haben fünfmal Heilung. Ja, trotzdem, wenn wir jetzt drauf gehen, können wir von vorne anfangen. Und ganz von vorne. Wollen wir nicht. Deswegen heilen und dann speichern am besten erstmal. Genau. Und so. Ich glaube, dann mache ich das auch so, dass ich die Folge beende. Weil dann muss ich nachher nicht so viel schneiden. Dann mache ich immer einfach eine Folge und muss die mal beenden. Bäm! Bin ich nie. Du hast da noch genug Vorbeit, um deine Glaubensfunktion zu heilen. Möchtest du das hier nicht mal heilen? Gut, ich werde das mal behandeln. Wow, juhu, juhu. Ja, was machen sie da immer nur, wenn es so schwarz ist? Und da geht's dem Pokémon nach ein paar Sekunden wieder gut. Guck mal, wie es rumhüpft und sich freut, ey. Okay. So, alles klar, dann... Schwester Joe ist plötzlich so weiß. Bring! Datei 1. Genau. So. Ist das jetzt auch? Ja, normal? Ist schon abgespeichert, das geht schnell. Alles klar, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!